Bellini. Hier ist Sabrina. Hallo Sven. Der Bellini. Es gibt, welche Baureihen gibt's? Es gibt Baureihen in der französischen Kategorie, oder möchtest du auch die deutschen, weil wir ja so musikalisch sind. Einmal den Bottesini, dann den Bellini, wo wir jetzt filmen, den Puccini und den Cellini. So, wir werden jetzt mal diese Kiste entjungfern. Wir zeigen es mal gerade. Hier vorne ist nämlich ein Siegel. Ganz, ganz frisch. Warte, ganz langsam, ganz langsam. Das ist ein Sicherheitssiegel. Das war noch nie offen. So, und das machen wir jetzt mal kaputt. Denn was hat das für einen Grund, dass das drauf ist? Das ist die Qualitätsabnahme bei Knaus Tappert. So, und wenn der Wohnwagen hierher kommt, dass wir als Händler wissen, da war kein Mensch drin noch bis. Ja, wir sind an der Nahe, Ida Oberstein, bei dem größten Knaus Tappert-Händler Europas. Zumindest mal für Doppelachser. Aber ich bin mir gar nicht sicher, Sabrina, ist das so, ihr seid jetzt nur bei Doppelachsern der Größe oder wahrscheinlich bei allen? Auf der Doppelachse. Auf der Doppelachse. Wir beschreiben uns auf Doppelachse. So, Doppelachse hat natürlich riesen Vorteile im Profibereich, die meisten Doppelachse. Ja. So, Profi bedeutet was bei dir? Profiklasse waren die zwei Fahrzeuge jetzt zum Beispiel eben gewesen, wo wir sagen 640, 650. Hier die Bellini sind jetzt unsere normalen Bellinis, die viel von Fahrenden benutzt und gekauft werden. Das fahrende Volk, das heißt Menschen, die hier drin wohnen fest, die vorne oft Zugfahrzeuge haben, so Kleintransporter, die vorne laufen. Das kann zum Beispiel ein Peugeot sein, das kann ein Renault sein, das kann unglaublich viel sein, auch mal ein VW-Bus. So Sprinterbusse und sowas, genau. Das mit den Autos kenne ich mich nur so aus. Das ist nicht so schlimm, aber wenn die herkommen, man kann den aber hier auch mit einem normalen PKW ziehen. Allerdings haben wir hier schon Anhänge und Zuglasten. Ihr habt sie sehr oft aufgelastet. Ist der aufgelastet hier? Der ist aufgelastet, aber vielleicht kann der Kunde sich oder der Interessent mal merken, alles was so diese Tandemachse hat, da bewegen wir uns immer schon bei 2 Tonnen. 2 Tonnen. Also meine hatte ja auch 2 Tonnen. Nicht empfehlenswert, wenn man ein bisschen was mitnehmen möchte, denn die wiegen leer meistens schon 1,9 Tonnen mit ein bisschen Ausstattung. Das ist das, was wir bei Tappert halt haben. Die schwere Bauweise, die gute Bauweise, gibt auch schon unheimlich viel Gewicht. Ja? Ja, das war der Nachteil, denn er hatte nur eine Zuladung von 40 Kilo, weil ich den natürlich richtig schön voll gemacht habe. Klimaanlage hier, da und jenes. Deswegen empfiehlst du, wenn möglich, direkt bestellen mit 2,5 Tonnen. Ist das möglich? Das kannst du dementsprechend umsetzen beim Bellini aufwärts. Und du musst halt wirklich dann dir bewusst sein, was du zulädst und was du noch mit einbaust. Korrekt erkannt. Ja, hier ist eine Besonderheit. Wir haben eine Stütze rausgefahren. Ihr habt jetzt ein neues, ihr habt im Prinzip einen Trichter. Ja, wir haben einen Trichter. Weil vorher musste man immer, wenn man mit der Kurbel kam, schauen, wo befinde ich mich. Hier hast du durch die Einführung, guck, bist du direkt schon. Genial. Und vorne ist sie zu sehen. Da ist es nicht so schlimm. Komplett LED mittlerweile. Komplett LED, aber auf was beschränkst du dich? Die Lampen. Ja, genau, schöne Leuchten. Ich habe nämlich hier gelesen, Schwingung. Da steht nämlich Multi-LED auch drauf. Ja. Und ich gucke mal gerade, ob ich es finde. Da vorne steht man es. Das ist das neue Design, das kam wann raus eigentlich? Die Leuchten mit dem Heckträger haben wir jetzt auf jeden Fall für 22. Also der Bellini ganz neu, innen ganz neu. Wir zeigen heute mal ein Auto, was es so in der Form nicht gab. Und hier die Besonderheit ist, guck mal hier, das sind Sonnenbrillen außen. Die Tönung der Scheiben ist praktisch gegen 100%. Du kannst aber trotzdem gut rausgucken. Ich hatte auch so eine schwarze Tönung, die ist genial. Ja. Aber sie macht ein bisschen dunkler, oder? Sie macht ein bisschen dunkler. Es gibt auch richtig schwarze Scheiben noch. Und dann sage ich immer, manchmal kommt man sich ein bisschen vor wie im Sarg, aber es ist halt gewöhnlich. Die sind aber schwarz, oder? Es geht noch schwärzer. Ja, es gibt noch schwärzer. Also man kann sogar reingucken, wenn man sich genau das Ganze vornimmt. Ja, ist das schon der längste hier eigentlich? Das ist der 620 und wir haben ja den 640 eben gerade abgefilmt und dann sind wir aber in unserem Profi, wie wir sagen. So, Riesenfenster, das sind ganz besondere Versionen, die man so nicht auf den Messen findet. Das ist korrekt. So, in der deutschen Messe findest du auch nur die deutschen Fahrzeuge. So, das sind französische Fahrzeuge. Aber warum filmen wir die in Deutsch? Wir müssen die einfach mal zeigen, so ein kleines bisschen. A, habt ihr Publikum, die gerne sehen möchten, auch aus Frankreich. Die gucken auf die Bilder. Was wir reden, ist denen ziemlich egal. Einige verstehen auch Deutsch, muss man sagen. Aber es gibt viele Deutsche, die diese Grundrisse sehen, meistens mit einem riesen Raumvolumen oder Raumgefühl,
weil die Blickachse nicht kaputt ist. Ist das hier auch so, was wir gleich drin sehen? Da haben wir das nicht mit der Blickachse. Das war unserem 640 eben gewesen, vom Raumvolumen, was du so favorisiert hast, dass man schauen konnte, wer kommt nächste Woche im Endeffekt zum Kaffee trinken. So weit Platz hast du dazwischen drin. Oh, das hier ist eher so praktisch so der ganz normale klassische Grundriss, allerdings ohne Toilette. Ohne Toilette. So, hier vorne Gaskasten, der hat jetzt Riffelblech mit drin, das ist gesetzt, damit auch ja nichts kaputt geht, wenn im Winter mal sehr kalt ist, denn dann sind die Materialien natürlich auch wirklich sehr hart und das hier ist belastbar. Das ist sehr belastbar, genau. Und du hattest ja eben bei der Profiklasse, haben wir ja auch hier keine Kunststoffabdeckung gehabt, sondern wir hatten das alles in Blechfunktion, weil ruckzuck hast du ja immer mal gerne immer diese Gasflasche aufgesetzt. Passiert aber auch bei dem Kunststoff nichts, nur der Kunststoff wird dir irgendwann durch die Witterung auch dementsprechend vielleicht nach 30 Jahren mal porös. So, vielleicht auch sogar nach 10 Jahren oder 15 Jahren, das heißt, das schützt das Ganze nochmal. Du siehst ganz selten Duo-Control hier im Einsatz. Was hat das für einen Grund? Ist das nicht so gefragt in Frankreich? Das heißt, dass man zwei Gaswaschen anschließen kann? Ist weniger gefragt und gerade auch der Gasbetrieb während der Fahrt ist ja eher dann damit zu bestreiten mit der Mono- oder Duo-Control, dass die Gasanlage dann bei einem Crash halt abschaltet. Und wenn du das altbewährt machst, anschließen, abschließen, wenn du zum Urlaubsort kommst, gar kein Thema, kriegst du hin. Okay. Hier haben wir jetzt auch einen französischen Anschluss, siehst du? Da sind die Gewinde andersrum. Ah, okay. Alles französisch, aber die Unterschiede sind gar nicht so. Also man kann auch die französische Version, ich hatte ja eine, die ist komplett deutschlandtauglich, das ist kein Thema, denn die Stecker sehen zwar ein bisschen anders aus, wenn man aber Schuko-Stecker nimmt, die haben auch tatsächlich diesen Stift drin und die deutschen passen sogar auch rein. Genau, du drehst du einmal nur, wenn es nicht gleich passt, einmal den Stecker rum. Oh, hier hast du einen Wasseranschluss. Viele kommen schon mit City-Wasseranschluss. Das bedeutet, ja, der Tank füllt sich automatisch nach. Wir können mal reingucken. Wenn du hier den Gardena-Anschluss nebendran hast, sozusagen, ich sage immer Gardena-Anschluss, dass du einen Schlauch anschließen kannst, dann würde das Fahrzeug erkennen, wenn der Wasserpegel nach unten geht, wie bei der Toilettenanlage, dass es dann nachgefüllt werden muss. Ein Schwimmer praktisch und der Tank ist immer voll. Denn der Tank ist immer voll. Hier siehst du jetzt zum Beispiel zwei Steckdosen, also zwei Stromanschlüsse. Du hattest es einmal im Video schon erwähnt gehabt. Hier geht es hauptsächlich darum, die Klimaanlage einmal abzusichern oder halt auch diese Elektroheizung. Die Heizung war bei mir nämlich extra abgesichert damals. Der Vorteil ist, du kannst sie zeitgleich auch betreiben mit hohen Strommaßen. Alles schwarz, da muss ich mich dran gewöhnen. Doppelbeplankung hier unten. 17 Zoll Felgen, die diesmal ein bisschen sauberer sind als eben. Autos sind wirklich, kommen rein, raus. Und du hast mir gesagt, komm heute, da kriegen wir noch mal ganz viele rein. Denn ihr liefert 7-8 Stück am Tag aus. Ja. Das ist crazy, oder? Ja, es ist crazy, aber es ist halt einfach situationsbedingt. Wir kennen alle die Pandemie, die gerade über uns herzieht. Und da haben wir halt auch ein paar Lieferverzögerungen in Kauf nehmen müssen. So, das heißt, es kommt jetzt vieles, kommt jetzt. Und wollen alle zu Weihnachten den Weihnachtsmann spielen. Ich zeig mal gerade was dahinter. Das ist übrigens ein tolles Produkt, was gerne genommen wird als Kinderzimmer. Ein Turiano kommt tatsächlich auch aus dem Hause Tabbert. Richtig, genau. Und das ist unter der Knaus-Tabbert-Gruppe. Gibt es ja die Marken Weinsberg, Knaus und Tabbert. Und hier, das ist in der Region Weinsberg angesiedelt. Das ist Weinsberg. Der wird, okay, das heißt, der Bayern wird auch bei Weinsberg gebaut hier? Der ist über Weinsberg das Fabrikat gebaut, genau. Ist der auf oder zu? Der ist jetzt noch zu, weil wir dann nachher ja noch ein Video drehen wollen. Genau, das ist zum Beispiel ein Kinderzimmer, was oft verwendet wird, oder? Richtig, genau. So, ja. Komm, wir gehen mal rüber, zeigen das Ganze mal. Wir gehen jetzt mal rein. Wir haben Licht gemacht. Die Lichtkonzepte, unglaublich toll geworden, selbst im Bellini. Denn viele sagen, ja, es muss ein Puccini sein. Die unterscheiden sich von der Qualität kaum, sondern es ist die Inneneinrichtung, oder? Korrekt, genau. Das Mobiliar und die Sitzpolsterungen, ja, vom Dekor. So, wir sind bei AMC Schmidt in Idar-Oberstein an der Nahe. Ihr seid unglaublich verkehrsgünstig gelegen. Das heißt, also man ist sowohl aus Frankreich sehr schnell da, du bist aber auch aus Hessen. Ihr seid mitten in Deutschland. Wir sind mitten in Deutschland sozusagen. Wir sagen jetzt, wir sind mal der zentrale Ausgangspunkt, über eine Bundesstraße tatsächlich zu erreichen. Die nennt man B41. So, und dort ist es ungefähr, man kann sagen, so der nächste Ort. Was ist hier? Mainz, Wiesbaden ist so die Ecke? Wir liegen Abfahrt Bad Kreuznach, sage ich jetzt mal, Autobahn 3. Knartal nennt man das, dann abfahrend bis nach Saarbrücken. Ja, zwischen Saarbrücken und Bad Kreuznach. So, geh mal hinten aufs Bett. Dann filme ich mal gerade durch, dass man mal die Blickachse sieht. Und wenn du mal hinten das Licht mal komplett anmachst, bitte, Sabrina. Das mal ein bisschen heller machen. Mach mal alles an, was geht.
So, und einmal winken bitte. Boah, der ist irre lang. Das ist richtig schön. Also der letzte bei uns hatte das Bett auf der rechten Seite, muss ich sagen. Das war vor ein paar Jahren. Das ist aber wahrscheinlich von Grundriss zu Grundriss verschieden. Was mir auffällt ist, ich komme mal gerade zu dir, dass du trotzdem, weil du eben gesagt hast, die Blickachse ist jetzt nicht so ganz so offen, du hast trotzdem noch eine sehr, sehr gute Blickachse nach vorne. Ja, das ist korrekt. Ja. Du siehst rundherum irgendwo, kannst alles hier, jetzt haben wir nochmal die langen Fenster, auf der Schlafzimmerseite ja auch. Krass, wie viel Platz du hast. Bitte stimme auf. Und jetzt dreh dich einmal hier in dem Bereich. Das wäre jetzt praktisch so Ankleide umziehen. Oh, der Kleiderschrank. Der war bei uns auch hin. Das war praktisch spiegelverkehrt, den wir hatten damals. Okay. Deswegen bin ich immer wieder begeistert, wenn ich den sehe, weil die Konzepte haben sich gar nicht so sehr geändert. Aber viele Details sind verändert worden. Immer wieder. Hier vorne zum Beispiel die Klappe. Das finde ich auch. Ah, hier, für schwere Lasten, die kannst du auch hier unten reinmachen. Hätte jetzt jemand einen Hund, da könnte dem hier ohne schön so sein Körbchen hinmachen. Eigentlich schon, gell? Oder? Oder? Ja, das könnte er rein, einfach ein Körbchen reinlegen, die Tür auflassen. Genau, Tür auflassen oder einhängen oder raushängen oder sonst was. Aber der wäre eigentlich, hätte er so sein. Ich könnte die Tür aber auch umbauen mit einem praktisch Gitter, die rausnehmen, die Türen, dort ein Gitter mit Scharnieren dran machen. Das heißt, ihr müsst anderen Leuten nur die Aufgaben geben, oder? So viel zu modifizieren. Guck mal, wir sind noch gar nicht so. So, wir gucken mal schnell mal drunter, dann haben wir das auch schon abgefrühstückt, denn der Stauraum unterm Bett ist Tabak-like ordentlich. Wir sprechen hier von Ultraleichtbau, also die Tonnagen, die wir hier an den Tag legen, da können die, ich sag mal, Amerikaner nur mit der Nase rümpfen. Ich glaube, da fängt bei denen das Chassis an, wo hier das Leergewicht ist von denen. Teppich immer mitbestellt? Der Teppich ist dementsprechend mit bei dem Fahrzeug hier dabei. Man hat sonst den PVC-Bodenbelag und so werden die Fahrzeuge halt angeliefert. Diese Deichselabdeckung kommt erst später drauf. Kommt später drauf. Ja. Könnte ja sein, dass der Kunde zum Beispiel sagt, er möchte auch einen Fahrradträger drauf haben, aber hier geht es wahrscheinlich um die Verschmutzung, weil da sammelt sich das Wasser in einem sichtbaren Bereich. Das sieht dann hässlich aus. Und der Kunde möchte ja gerne ein Fahrzeug haben, was perfekt übergeben wird. Ja, habe ich das schön gesagt? Hast du ganz toll gesagt. Danke. Hier hast du gesehen, einmal, dass die nicht hochschnirren und... Zeig mal gerade, wie schön das hier ist mit dem Bett. Das heißt, das ist massives Holz hier, was verwendet wird. Buche wahrscheinlich oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung von Holz, also nehmt es mir nicht übel. Die Mittelstange übrigens nicht wegnehmen. Nee, sollte man nicht. Habe ich auch schon mal. Das ist der Boiler. Der Boiler hat 14 Liter und der geht mit Strom. Der ist Elektroboiler, genau. 230 Volt? Ja. 230 Volt. So, hinten das ist der kleine Tank, 40 Liter, was hat er? Der hat 40. Genau, gibt es also auch einen 40, 70, oder? Den gibt es auch einen 70. Man muss halt nur immer schauen, wo passt es noch hin und wo ist der Tank angesiedelt. Immer wenn ich in so einer Rundsitzgruppe bin, wird es immer ein bisschen sportliches Unterfangen. Da passt meistens, sage ich, der 45 Liter rein. Wenn ich irgendwo anders dementsprechend ein bisschen mehr Platz habe, kann ich auch auf diese 70 Liter Tank. Cool. So, jetzt ist die Matratze hier nicht ganz so dick. Nein, das ist diese normale Matratze. Naja, normal, die ist schon irre dick. Ja, die hat hier so einen aufgenähten Komforttopper. Sieht man hier vielleicht manchmal, wenn es so ein bisschen mit Blau leuchtet. Ich weiß nicht, ob die so ein Gel oder was Zuschauer ist das? Das sehen. Das ist dieses Komfort-Topper-System mit einer, wie nennt man das, Water-Gel-Matratze, die aufgenäht ist. Wie so ein viskoelastisch. Das heißt also, die Wärme formt das, glaube ich. Und das, man schläft auf jeden Fall gut drin, oder? Ganz oft habe ich gesehen, bei den französischen Versionen kriegst du dann die Wagen gebraucht zurück. Da sind teilweise noch so spezielle Überzieher über den Matratzen drauf. Hast du das mal gesehen? Überzieher? Ja, ja, wir haben ja, wie gesagt, immer nur diese 25 cm dicke Matratzen. Nein, so Schonenbezüge, die über den Matratzen drüber haben, das habe ich bekommen. Das waren so graue, ja. Okay. Die Matratze war wie neu unten drunter, das war richtig witzig. Das kann ich nicht immer so behaupten. So, das kann ich nicht immer so behaupten. Zeig mal hin, was ist da drin? Ja? Schatzruhe. Schatzruhe. Boah, ist aber ein toller Platz, oder? Das heißt, du kannst das Handy ablegen, Bücher. Gut, wer liest noch Bücher? Zeiten von Netflix. Hast du übrigens gewusst, dass es eine Forscherin gibt, die sagt, warum Kinder mittlerweile Anweisungen so schlecht befolgen? Nein. Weil so viel Fernsehen gucken. Okay.
Ich weiß nicht, ob du den Zusammenhang kriegst. Habe ich ja morgen gesehen. Da war so eine, die das erzählt hat, da wurde es mir klar. Dadurch, dass sie so viel Fernseh gucken, kriegen die immer die Bilder dabei im Kopf. Die werden mitgeliefert. Ja. Und wenn du denen was vorliest, dann machen die die Bilder nochmal neu. Und jedes Mal, wenn du die gleiche Geschichte erzählst, entstehen neue Bilder im Kopf. Und wenn du denen aber sagst, komm mal her, dann entsteht da gar kein Bild mehr bei dem Jungen. Und er sagt, nö, ich komme nicht. Oh, das ist auch eine nette Schlussfolgerung. Und du hast auch Kinder? Ich habe auch ein Kind, ja. Ist das schwer zu erziehen, so Kinder? Ach nee, die hat sich selber erzogen. Die hätte ich können im Katalog bestellen. Echt? Die hätte ich können im Katalog bestellen. Ist das hier auch bestellbar im Katalog, die Klappe? Die Katalogbestellung hier ist tatsächlich serienmäßig. Ist die Farbe fest, oder? Die Farbe ist fest. Das ist die neue Optik unseres Bellini. So, das heißt nochmal, Bellini Puccini. Was ist nochmal drüber? Der Cellini. Der Cellini unterscheiden sich eigentlich. Deutsch und in Französisch. Unterscheiden sich durch die Holzfarben und durch die Innenausstattung eigentlich, oder? Ganz genau, okay. Genau. Das heißt, die Verarbeitungsqualität, die ist gleich. Die ist gleich zu sehen, ja. Okay. Und hier? Einige haben ein bisschen stärkeren Boden, die andere Dachstärke. Es soll ja für jeden Geschmack irgendwo was dabei sein. So, jetzt haben wir hier Bronze, das haben wir eben schon gesehen. Da gibt es viele verschiedene Ausführungen. Was kann ich hier anstelle dieses Sideboards haben? Hier zum Beispiel gar nichts. Das war bei unserer Profiklasse fix eben. Hm? Okay, da haben wir eben gesehen, guckt euch das Profiklasse-Video an. Du hast beim Franzose hier die Klimaanlage schon mit dabei, ab einer gewissen Größe, ab dem 570. Preis, wo liegen wir ungefähr, wo geht's los? Was denkst du hier? 40? 35 aufwärts. 35 aufwärts. Okay, das sind aber Wagen von der Größe. Cool. So, jetzt hast du eine Mischung. Das haben wir eben schon gesehen, aus matten Oberflächen mit nicht ganz hellem Holz. Also das ist ja im Moment ist ja so dieses Grau oder ganz hell im Trend. Das ist hier nicht so, das ist eine mittlere Farbtonegebung. Früher war ja ganz dunkles Holz, war ja mal schwer im Trend. Das gibt es gar nicht mehr? Doch, das gibt es halt dieses Dunklere dann halt beim Puccini. Hier haben sie jetzt den Bellini tatsächlich so in der Holzoptik etwas dunkler gemacht, aber mit Glanzoberfläche. Also eine Mischung aus Glanz und Nicht-Glanz, die klassische Heizung hier mit drin, die auch übrigens ohne Strom funktioniert. Das ist also auch ein tolles Merkmal. Ja, aber dann mal zum Zünden halt 12 Volt braucht. 12 Volt einmal zum Zünden. Aber der frisst keinen Strom. Der frisst sonst keinen Strom. Oh. Du sagst aber, für die Lüftungsanlage, die muss halt nachher über Strom laufen. Klar, das geht über 230 Volt, die Lüftung, oder auch über 12? Die wird auch über 12 Volt dann weiterlaufen. So, es gibt also eine Rundum-Lüftungsanlage. Das ganze Fahrzeug ist komplett durchzogen, das sehen wir gleich mal noch, mit Schläuchen, großen, ich sag mal, Lüftungsrohren, wie man das kennt aus dem Lüftungsbau. Und das macht Tabat aber schon ewig so, oder? Ja, und dann ist es halt auch immer dem Kunde, der denkt dann immer manchmal, der Lüftungsschlauch wäre defekt, aber das ist er nicht. Der hat diese eingekerbten, das sieht aus wie mit Messer reingeschnittenen Luftdurchführungen, die braucht der Schlauch auch. Mhm. Ja, aber viele, die sich da mit auskennen, meinen immer, der Schlauch, der wäre kaputt und man müsste ihn kleben, ja. Echt, Leute kleben das zu? Okay. Woher willst du es dann anders da wissen? Ja, wenn jetzt du ein gebrauchtes Fahrzeug bekommst, dann weißt du es nicht, dann denkst du, es ist irgendwas kaputt. Aber beim Neues kommt oft die Rückfrage, ey, der Schlauch ist doch kaputt. Nein, der ist nicht kaputt. Der ist extra geöffnet, damit die warme Luft da ausströmen kann. Ja. So, und jetzt siehst du hier übrigens, großer Tipp von mir, ich hatte ja auch mal einen Puccini oder ich sag mal einen Tabat-Wohnwagen. Am besten die Lüftung, die Truma Vent, auch ruhig im Winter durchlaufen lassen, wenn ihr Strom habt, so auf Stufe 1, dann, damit auch sich da überhaupt keine Feuchtigkeit bilden kann. Alle Schränke hinterlüftet. Hinterlüftet, ganz genau. Nicht auch alles zu stopfen, immer bis zum Anschlag, sage ich jetzt mal. Ich erkläre es immer wie ein Brottopf, genau. Das wollte ich dir jetzt gleich zeigen, Elektronik. Zeig mal bitte. Ist es halt einfach wichtig, dass der Mensch, der Körper, der atmet, der dunstet aus, gibt es eine Studie dazu, dunstet nachts 8 Liter Flüssigkeit aus. Wo soll die hin? Ja, die 8 Liter? Hin. Okay. Gut, vielleicht an der Nase sind es 8 Liter. Bei mir sind es. Aber das kann gut sein. Also man schwitzt sich ja teilweise im Sommer zu Tode. So auch im Winter. Die Leute beschweren sich dann, weil die Luftzirkulation dementsprechend ja auch anders da ist, dass sie morgens dann halt aufstehen und die Scheiben sind beschlagen und Wasser läuft runter. Sind die winterfest? Ja. Jetzt haben ja Wohnwagen haben keinen Tank fürs Abwasser. Das muss man ja auch wissen. Ja. Das heißt, das läuft einfach runter, da stellt man was drunter. Viele sind ja auch fest angeschlossen.
Es gibt auch welche, die sind fest angeschlossen und da muss man dann halt auch wirklich tätig werden. Oder man muss ein Eimerchen, sage ich jetzt mal, jeden Tag dann irgendwo zum Entsorgen auch irgendwo was bringen vom Grauwasser. Wir sprechen jetzt nicht von der Toilette. Wenn man es einfach natürlich auflässt, das Grauwasser, und man ist schön in Spanien, dann fängst du nach 4-5 Tagen an, richtig schön zu riechen. Das merkt man dann. Also man sollte das Grauwasser schon entsorgen. Das ist gesetzt. Es ist gesetzt sogar, genau. Es muss aufgefangen werden und entsorgt werden, weil wir sind ja alles keine Umweltverschmutzer. Ist das. Also, wenn ihr aus dem Bereich Wohnmobile kommt, noch nie einen Wohnwagen hattet, dann sind euch wahrscheinlich diese kleinen Schalterchen auch nicht so bekannt. Das ist die Ultraheat. Das ist eine extra, ich sag mal, Heizung. Die ist aber hier, glaube ich, mit eingebaut, oder? Wenn der Ultraheat mit hier verbaut ist, ist es eine reine elektronische Heizung. Das kann man dann nutzen, wenn man irgendwo steht, wo der Strom kein Geld kostet. Ja, man kann ihn nämlich hochstellen, 2 kW, 500 Watt. Ich habe die so im Herbst immer so auf 500 Watt stehen gehabt. Du kannst ihn so zum Schnellmachen mal mit 2 kW und das sind die beiden Truma-Vents, also die ganzen mal 2, und die kannst du auf Stufe 1 machen, dann hörst du die eigentlich gar nicht, oder? Also ich würde sagen auch immer, es gibt Kunden, die sagen, oh, mich stört das, die haben aber wirklich dann sehr wahrscheinlich einen sehr, sehr leichten Schlaf. Diese Lüftung muss mitlaufen, das ist ganz wichtig. So, geh mal rein. Dann zeige ich mal gerade, du bist einen knappen 1,70 Meter, jetzt mit Schuhen denke ich mir da sogar ein bisschen drüber. Großer Schrank, keine Toilette, man kann die Toilette nachrüsten. Einfach hier fragen, ihr bietet von einer Chemietoilette über Trenntoilette über alles an. Ja, aber es ist halt nicht möglich, groß mehr hier irgendwie was einzubauen und fest einzubauen. Das wird dann alles portabel irgendwo gelöst. Ich zeig mal, also hier wäre ein Porta-Potty drin. Wir hatten immer ein Porta-Potty drin stehen. Das ist so, also wenn man die französischen Versionen kauft, die man ja teilweise in Frankreich dann auch sehr, sehr günstig auch mal bezogen konnte. Mittlerweile sind die Preise für Gebrauchtwagen ja wirklich exorbitant gestiegen, muss man sagen. Ich sag mal, nimmt man sich ein Porta-Potty, stellt das rein als Deutscher, aber die Franzosen bestellen, also zumindest das fahrende Volk, was ihr bedient, ohne Toilette, oder? Ohne Toilette, ja. Die haben dann halt ihre Küchenwagen, sag ich jetzt mal, Toilettenwagen oder irgendwo was dann halt auch mit dabei. So, zeig mal oben. Da ist ein Spiegelschrank mit einer ordentlichen Tiefe. Geh mal mit der Hand bitte rein. Ja, das passt. Und gut, wir reden ja auch hier meist über 2 Personen hier drin. Wie viele Leute wohnen oft in so einem Wagen? Schon mal 4? 2 aufwärts. 2 aufwärts. Auch schon mal 6? Ich habe mal vor Jahren hier angefangen und musste einen Unfallbericht ausschreiben. Und dann hat der Kollege halt, haben wir telefoniert. Und da sagt der Kunde zu mir, ja, es war halt in der Nacht und irgendwie Randale und. Da sage ich ja, wie viele Personen waren Sie denn im Fahrzeug? Da sagt er ja 6. Und da sagt er, ich und meine Frau und unsere 6 Kinder. Da sage ich dann, da wart ihr doch zu 8. Wo hattest du die denn oben in den Staufächern? Also früher war das so bei meinem Kumpel, der hatte ja 4 Kinder, die lagen halt alle 4 in einem Bett drin, ja. Aber 6 bei kleinen Kindern geht ja auch. Also so, mein Gott, sollen sich mal nicht so anstellen. So ist das. Aber man lacht so drüber. Das ist in Frankreich, ich wohne ja in Frankreich, da gibt es ausgewiesene Stellplätze. Das ist ein bisschen anders wie hier. Die, ich sag mal, fahren wirklich von A nach B. Das ist dort unterstützt. Da gibt es, glaube ich, sogar Stromanschlüsse kostenfrei. Also es gibt Plätze, die stehen können. Extra zugewiesene Plätze gibt es da, genau. Das sieht man oft an der Autobahn, die dann stehen. Solche Lager, ja. Lager, die da sind. Ich hatte übrigens mal ein Fahrzeug, hatte ja das französische Fahrzeug, was zu erkennen ist, dass es eben keine Toilette hat, man kann das sehen. Also das ist so, bin dann auf dem Campingplatz nach Kroatien und mein Nachbar hat schon gesagt, jetzt kommen die auch noch. Und da habe ich gesagt, hier auf dem Campingplatz. Bin ausgestiegen, hat er gesagt, ich habe gesehen, der war auch Profi, der hat damals gearbeitet bei Raimo und hat dann gesehen, der hat jetzt keine Toilette drin und so weiter. Bin ich dann ausgestiegen und hat gemeint, was denn den Wagen her? Da habe ich gemeint, ja, ich habe den in Frankreich gekauft, ja. Damals Tabat Puccini. Und die erkennst du daran, dass sie keine Toilette haben, ja. Genau, und dann guckt jeder schon so auf die Art, oh, Serviceklappe. Serviceklappe, genau. Mach mal auf. Das ist der neue Kühlschrank drin. Gibt es das auch schon seit 2 Jahren ungefähr? Ja. Ja, der ist beidseitig zu öffnen. Und ich sehe hier auch nochmal für die Leute, die da irgendwo eine Sicherheitsbasis eingehen wollen, die GPS-Geräte, die jetzt in den Fahrzeugen verbaut sind bei Tabat, kann man aktivieren. Dann ist das ein sogenannter Diebstahlschutz, ja. Du weißt nicht, wo die sind, oder? Nein. So. Die machen es auch immer wieder anders. Das heißt, es gibt keinen festen Einbaupunkt. Die sind sehr klein. Man kann dann die Fahrzeuge orten. Die haben eine SIM-Karte mit drin schon, ab Werk? Die sind anders aufgebaut. Ja, da ist was drin.
Da ist was drin, wir sagen nicht was. Auf jeden Fall kann man die damit, die Tabat-Wohnwagen, genauso wie die Kollegen von Fendt, sehr beliebt, glaube ich. Also sind einige schon abhanden gekommen. Bei uns sind dementsprechend tatsächlich durch dieses Velocate schon welche zurückgenommen worden. Und wir haben früher schon GPS-Tracker verbaut. Da waren wir um den einen oder anderen auch schon froh. Und du kennst unser Gelände. Also es lohnt sich nicht. Die Tracker sind Serie, genau. Die Tracker sind Serie mittlerweile. Machen wir oben auf. Da könnte eine Mikrowelle rein, eine kleine. Von der Höhe her würde ich sagen, wird es ein bisschen schwierig. Ich habe eine, die reinpasst. Ja, eine spezielle, organisiert. Eine nach eigenen Wünschen, würde ich sagen, die dann reinpasst. Ja. Das Coole ist, ihr könnt alles umbauen. Wir haben ganz wilde Umbauvideos gezeigt hier. Zuletzt habt ihr eine Verbrennungstoilette eingebaut in einem Tabat. Mhm, genau, man sollte aber die Finger draußen lassen. Aus der Verbrennungstoilette. Oder aus dem Einbau. Dem Kunde soll es gegönnt sein, wenn er es sieht. Es tut mir leid, lieber Kunde, aber ich konnte jetzt nicht anders. Achso, er hat sich mal verbrannt. Ja. Okay. Egal. Man soll halt nicht die Finger reinstecken. Steht auch, glaube ich, drauf. Bitte die Katze nicht in die Mikrowelle. Nee, genau. So ungefähr. So, großes. Also ich muss ehrlich sagen, die Oberfläche ist jetzt nicht meins, aber die kommt gut an, oder? Bei die den Leuten. Sehr gut an. Also mir ist das hier ein bisschen zu viel Bronze, Keramik. Alles so ein bisschen. Aber ich muss ja kein Bellini nehmen. Es gibt ja auch einen Puccini, da hat er ein anderes InDesign. Wir haben ganz, ganz für jeden Geschmack irgendwas dabei. So, mach mal auf hier. Das hat sich nicht geändert, die letzten... Die Spüle? Ja, die Spüle. Die letzten 500 Jahre. Aber sie funktioniert. In den Fahrzeugen wird es meistens ja gar nicht benutzt. So, bitte auch hier mal zeigen. So, ihr liefert jeden Tag 5, 6, 7 bis zu 8 Fahrzeuge am Tag aus. Habt jeden Tag mehrere Fahrer, die vom Werk aus von Tabat die Fahrzeuge reinholen. Habt ihr viel Stress mit, ich sag mal, Garantiefällen, mit irgendwelchen harten Sachen, mit Dingen, die passieren bei Tabat? Oder ich sag mal, ist das eher beschränkt auf Kleinigkeiten? Es sind im Moment halt auch Kleinigkeiten, weil im Moment überall alles nur fertig gemacht wird, so wie die Materialien kommen. Wir sind halt jetzt in der Pandemie irgendwo was unterwegs. Und haben auch noch Nacharbeit ab und zu leisten, aber das... Ihr nehmt jedes Fahrzeug in die Hand, muss man sagen. Das heißt also, das ist nicht so, dass der Kunde... Wir es nicht noch hier vor Ort hatten. Also das Siegel, was wir eben ja geöffnet haben, wird hier nochmal der Wagen komplett durchgeschaut. Gas geguckt, ob das alles in Ordnung ist in dem Moment dann auch, Durchfluss und. Dass die Elektronik stimmt, dass die Leuchten alle funktionieren, wie sie sollen. Das wird einmal vom Techniker nochmal alles durchgeschaut in der Werkstatt. Genau, ansonsten ist es ja so, nach dem Verkauf darf der Kunde nochmal herkommen, wenn er irgendein Problem hat? Oder? Ja, sicher darf der nochmal hierher. Oder heißt dann, oh, ich kenne dich nicht mehr? Nein, irgendwo haben wir ja auch eine gewisse Verpflichtung dem Kunden. Und auch eine Ehre, muss man sagen. Das kommt noch dazu. Und siehst du hier, die hat es so gut gefallen gehabt, wenn die großen Fenster da drin sind, dass man rausschauen kann. Das ist schon schick, oder? Gut, hat natürlich eine leichte Einschränkung, aber das Wohnraumgefühl, das ist dann eher so apartmentmäßig und nicht wohnwagenmäßig. Mhm, korrekt. Auch auf der Rückseite die großen Fenster. Oft hast du bei den Puccinis sogar auf beiden Seiten Fenstern. Also das habe ich schon mal gesehen. Geht ja alles, wenn man das möchte. Was kann man so konfigurieren? Kann ich sagen, ich möchte im vorderen Bereich jetzt auch noch ein Fenster haben? Geht das bei dem? Hier geht das gar nicht. Nein. Geht gar nicht, da ist zu. Nein, da ist es sehr strikt und strukturiert gehalten. So, also es geht los bei 35, hast du gesagt, so ja, oder? Um den. Okay. Gut, jetzt ist ja hier schon eine relativ volle Hütte. Den kann man sich schön machen, oder? So ein Puccini. Es gibt auch Leute, die sagen nachher, sie wollen andere Vorhänge haben oder sowas. Da ist ja jeder nachher im Design flexibel. So, hier vorne ist eine Vitrine. Was kann man da reinmachen? Kannst du jetzt Silvi-Gläser reinmachen. Ah. Ist der Silvi vorbereitet oder sind das dann so Klebematten, die ich drauf mache? Bei Deutschen ist es im Moment so in der deutschen Serie ja mit vorgesehen und sonst hast du die Klebematten, wie du das schon erwähnt hast und könntest da Weingläser, Sektgläser, normale Wassergläser, was es alles so gibt. So, setz dich mal hin. Neben dir ist ein kleines Fach, das hat es in sich, denn das Fach wird gerne benutzt, um Handys aufzuladen oder Tablets. Das hat nämlich... Eine USB-Steckdose und eine 230-Volt-Steckdose. Und ich sitze mich jetzt mal genau in die Ecke rein. Da kommt der ehemalige Geschäftsführer und der Gründer oder ich sag mal, dein Vater. Alles, du siehst doch alles, oder? Dein du Vater hast überall deinen Blick, oder? Du kriegst doch alles mit rundherum. Dein Vater hat es gegründet?
Ursprünglich hat es mein Opa gegründet. Ja. 1928. Dabei sind wir aus mehreren Bereichen entstanden. Das ging vom Taxiunternehmen, Mineralölhandel bis in den Kfz-Bereich rein und jetzt Wohnwagenhandel. Ja. Also die Firma ist wirklich uralt. Und du selbst hast das wie lange gemacht? Bist du dann irgendwann mal... Ich mache das heute auch immer noch mit. Also ich bin ja noch irgendwo bitte in der Gesellschaft mit drin. Selbstverständlich unterstütze ich das ganze Team ja. Jetzt hast du die gefunden, die Sabrina. Die hat ja angefangen, der Buchhaltung hat sie erzählt. Die hat ja Lebensgeschichte hier auf. Nö, ich habe sie eben mal gefragt. Hab gemeint, wie kommt man hier so reinrutschen und so? Da hat sie gesagt, jetzt ist das ja eigentlich eine Männerwelt, muss man sagen. Aber die Frauen, die übernehmen das Zepter auf allen Bereichen, oder? Du hast recht. Da kann ich hier gar nicht widersprechen. Da fällt mir gar nichts mehr ein dazu. Es ist so. Realität. Ja, es war jetzt sogar so. Ich habe mich auf die Couch gelegt gestern Abend. Kam meine Frau direkt schon. Die hat mir den Käse geschnitten, hat mir den Tee gekocht. Ey, weißt du, heute ist kein Karneval. Du musst mal nicht unbedingt hier jetzt unbedingt die Nase noch irgendwie vertreiben. Das stimmt ja? Doch gar nicht. Ja, ja. Wollte ich ja doch gerade sagen. Hey, sag mal. Jetzt muss man sagen, das ist schon... Ich sag mal so, bei euch eine Familienwelt. Das ist keine Männer-, keine Frauenwelt. Das sind Familien, die ihr habt. Doppelachser ist ein Thema für ganze Familien, die hier vorbeikommen. Wissen die denn schon, was sie wollen? Oder ihr habt ja, wenn du mal gerade dein Buch zeigst, da hast du ein richtiges Buch. Wo ist das Buch? Das ist mein Buch. Nee, das ist mein Buch. Da ist sie drin. Da sind unter anderem, wenn du das mal so ganz grob mal durchblätterst, ich werde nicht im Detail zeigen, was da drin ist, da sind hunderte von Grundrissen drin. So, wie gehst du denn da vor, wenn die Leute reinkommen, die waren ja jetzt nicht auf allen Messen, oder? Oder gibt es da Kataloge, kann ich das online irgendwie gucken? Für diese Fahrzeuge, die wir heute präsentieren, gibt es dieses Buch. Okay. Das ist dieses Schmidt-Buch. So. Und das andere sind Preislisten im deutschen Modellbau, wie du die auf den Messen kennst. Ja, aber ich komme aus Frankreich, ja. Jetzt will ich mich informieren, da muss ich ja hier vorbeikommen. Oder wie kriege ich denn raus, was es alles gibt an französischen Grundrissen? Deine Videos gucken. Ach, nur bei den Videos? Also, du musst deine Videos gucken, deswegen machen wir die doch heute. Deine Videos werden geguckt. Genau. Das, was du vorstellst, präsentieren wir in dem so bei den Familien rein. Ja, das sind aber ganz oft auch Franzosen, die verstehen gar nicht, was sie sagen. Oder geht denen reicht ja die Bilder. Und wenn die mich da drauf sehen, ist sie gekauft. Schmied. Komm, wir gehen mal raus. Ach je. Bist du beim Themenwechsel? Gehen wir mal raus. Ist das so recht nichts mehr eingefallen, Sven, oder? 17. Dezember. Komm, ich zeig mal was Schönes. Du hast nämlich, weil du nichts mehr zu tun hattest, den Weihnachtsbaum hier geschmückt. Und hast gesagt, jetzt haben wir endlich mal einen schönen Baum. Ist der echt eigentlich? Ja gut, wenn du weit genug wegbleibst, ja. Okay, da vorne steht er. Wir haben wirklich bald Weihnachten, jetzt ist 17. Ihr seid aber am Schaffen unvorstellbar. Gestern waren es 8 Fahrzeuge ausgeliefert. Die kamen relativ spät dieses Jahr, oder? Ja, wir haben ja Produktionsengpässe. Momentan läuft auch gerade wieder das Band nicht richtig. Okay. Es fehlt einfach an Grundmaterialien. Das liegt aber nicht an Tabat, sondern es fehlen zum Beispiel Fenster. Vorlieferanten, gell? Was fehlt im Moment? Momentan fehlen Aluminiumleisten wieder. Leisten, ja. Das ist krass, oder? Ja. Alu, habe ich gehört, wird immer teurer. Ist, sag mal so, die Verfügbarkeit, was alles reinkommt. Aber da leidet ihr schon drunter. Das heißt, ihr könntet noch mehr verkaufen, ne? Können, ja. Sag ja. Okay, sehr schön. Wollen. Wir sind in Idar-Oberstein. Das Ganze ist praktisch gewachsen, muss man sagen. Aber mittlerweile ist das so eine Art Riesendurchschlagslager, was man hier jetzt hat. Und ihr sucht aktuell noch Personal, muss man sagen. Also wenn jemand das sieht und so das Gefühl hat, ich mache jedes Jahr das Gleiche, wie zum Beispiel Winterreifen aufziehen. Tausende von Stück. Das kann er bei uns so nicht umsetzen. Das ist sehr, sehr abwechslungsreich. So, das heißt männlich, weiblich, divers. Was muss der ungefähr können, die Person? Menschlich. Menschlich und mit Menschen umgehen. Handwerker soll das sein. Das wäre ganz gut, ja. Was ist immer so ganz gut? Wir haben viel Schreiner, Mechaniker, also im Kfz-Sektor sind das auch einige, dann halt Elektriker, sowas. Okay, das ist so. Sie sollten natürlich mitdenken, es geht nicht nur um Reparaturen, es geht oft um Umbauten, wo, ich sag mal, das Köpfchen gefragt ist. Sie sollten handwerklich so sein, damit es anschließend aussieht, als wäre es vom Werk gewesen, richtig? Das sieht immer so aus, wie wenn es vom Werk wäre. Ja, ist ja klar, aber du weißt ja, was ich sage. Muss das besser ausdrücken. Das muss so aussehen, dass es vom Schmidt kam. Okay. Du machst das Ganze ja schon ewig. Jetzt ist es so,
die Caravan-Branche hat sich ja entwickelt. Wie ist eure Beziehung zu Tabbert? Die ist ja schon konzernmäßig mittlerweile gestaltet. Du hast da die Persönlichkeitsformel, die du hier momentan mit der Familie auch spielst, findest du in dem Bereich Konzern nicht mehr. Und mittlerweile ist das eine Aktiengesellschaft. Da wird, wie in allen Aktiengesellschaften, wird das kreiert, das Kapital. Das ist so, das heißt, ihr nehmt die ab, ihr habt Bauplätze vorgeordert quasi. Das heißt, die rechnen fest mit euch Slots, also Produktionsslots, die da sind. Wenn jetzt heute einer neu kommt, ein Händler, und sagt, ich will jetzt mal eben 2000 Wohnwagen, das so einfach geht das nicht. Gar keine Chance reinzukommen. Geht nicht. Weil die Produktionseinlagen sind im Prinzip auf einem bestimmten Industriemaß ausgelegt. Die haben die Produktionsgröße und die wird verteilt. Wenn heute einer aufsteigt und möchte in den Caravan-Branche durchstarten, muss er mit 5, 6, 8, 10 Wagen vielleicht an Tabbert herangehen, dass er da eventuell was abgezweigt bekommt. Sabrina, das ist ein knallhartes Geschäft, muss man sagen. Das sieht jetzt so aus, als ob ihr abends immer dann im Geldspeicher dann schwimmt oder irgendwas. Aber ich sag mal, der Markt ist ja transparent geworden. Das heißt also, Preise sind vergleichbar. Ihr habt euch jetzt spezialisiert auf das fahrende Volk. Auch die haben ganz spezielle Ansprüche. Die sind zum Beispiel sehr, sehr, ich sag mal, anspruchsvoll, was so die Qualität, Abnahme, Übergabe und so weiter. Die putzen die Fahrzeuge jeden Tag, hegen und pflegen die. So kleine Fehler fallen auf. Richtig, das ist ja auch in Ordnung so. Ich finde das vollkommen in Ordnung, und dementsprechend ein Qualitätsfaktor. So. Und die Qualität muss in dem Moment richtig stimmen, und das muss im Management geklärt sein. Und dann muss man halt eben auch mit den Sachen umgehen können. Ja, man muss auch mit Leuten reden können. Ich habe ja eben, meine Frage hast du nicht richtig beantwortet. Die gucken wirklich meine Videos, sehen dann praktisch die Bauformen und ordern die dann damit. Weil ihr habt ja für die französischen Modelle, gibt es ja nicht so auf der Webseite irgendwas, sondern man muss sich die schon genau angucken dann. Dieses Klientel weiß, was es möchte. Die kennen diese Bauweisen, die wissen, was ein 570er, was ein 620er und was ein 640er Profi ist und gehen dementsprechend an die Sache ran. Den haben wir in 5 Minuten im Wohnwagen zusammengeschrieben, sage ich jetzt mal. Und bei jemand, der neu anfängt, gehen wir vom Detail an, wie du fragst, ist es Mono- oder Duo-Control und was ist das und was ist das und was ist das. Ja, also dieses Klientel, was kommt, weiß, mit den Fahrzeugen umzugehen, ist mit den Fahrzeugen gewachsen und weiß, was es möchte. So, jetzt gucken ja viele, ich sag mal auch Deutsche, Österreicher, Schweizer unsere Videos. Erstmal herzlichen Glückwunsch auch an Luxemburg und Holland. Viele wie Niederländer, Polen, Italien und so weiter. Darf auch der gemeine Endkunde die französische Version kaufen bei euch? Der soll uns anschreiben und dann machen wir ihm hier ein Angebot. Ja, das geht. Also wenn der die Grundrisse sieht, die ja teilweise echt phänomenal sind, offene Blickachsen, viel mehr Platz, du kannst drin tanzen. Ich sag mal, der deutsche Anspruch ist ja schon so Doppelbett, da wird viel Platz verschenkt, oder? Ja, generell im Caravan-Bereich muss man seine Nutzen- und Leistungssegmente klarlegen. Die erste Information ist, was will der Kunde, was will er haben? Je nachdem differenzierst du die Wagen aus, die für ihn interessant sind oder nicht. Du kannst ihm natürlich auch dementsprechend Informationen geben, der sagt, man, da habe ich einen Gedankenfehler. Ich gehe vielleicht besser in diese Version. Das ist unser Beratungsgespräch, das ist unser Know-how, das können wir nach außen austragen durch die jahrelange Erfahrung und dadurch, dass wir dem Produkt Tabbert durch und durch sind. Also uns macht so schnell keiner was vor von der einen Situation der anderen. Europaweit bitte, Sven. Die haben jetzt 2 Achsen, seltene Mover, muss man sagen. Das heißt, die helfen sich gegenseitig oder die können einfach Auto fahren? Die machen das so, wie wir das vor 10, 15 Jahren gemacht haben. Schieben. Oder rangieren. Die können das. Die können das einfach, ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, mal über den Mover gesprochen, jetzt Freihand, ja. Du schleppst eine Menge Kilo für die 2 Sekunden mit dir rum, gell? Ja. Ja, du erstens musst den Batterieblock mit dir einrechnen, musst den Mover dazu rechnen und das alles schleppst du kreuz und quer durch ganze Urlaubsziele überall mit, für gerade mal 2 Minuten den Wohnwagen zu rangieren. Also mein Gefühl war schon immer, ohne Mover mehr Kontakte, mehr Spaß und schönen Urlaub. Ja gut, die 2,5 Tonnen, die ich sag mal, waren für mich alleine immer ein bisschen schwierig. Aber ich sag mal, man kann ja auch die Nachbarn fragen, ob sie mal kurz eben drücken können. Und wenn es überall reist, hast du den Campingwart, der macht dir ja im Prinzip ein Angebot für den Platz. Dann soll er bitte seinen Trecker holen, soll dann gerade dahin trecken, wo du brauchst. Achso, das gibt's auch, kann ich fragen. Selbstverständlich, wenn ich dann eine entsprechende Rechnung vom Urlaubsziel von 500 bis 1500 Euro habe, dann kann ich auch erwarten, dass derjenige mir den Wohnortsrecht schiebt. Ja, das ist halt genauso wie in Luxushotels. Wenn du heute hingibst, dann willst du bestimmt einen Massagesalon haben oder sonst irgendetwas. So kann der Campingplatz hier genauso aufgewertet sein, dass er da was zur Verfügung stellt. Aber kurze Frage, wir haben oft berichtet, Schweizer kaufen Kabelwohnwagen als festen Ersatz zum Beispiel auf dem Grundstück. Habt ihr solche Anfragen auch schon mal, also bei den französischen Grundrissen? Also generell sind wir immer Profi
auf die Straße. Also wir sind mehr Fahrwerksgestaltung auf die Straße, sodass man den Wohnwagen als Wohnwagen nutzen kann, nicht als Standobjekt. Okay. Wenn ich heute die Preis-Leistungs betrachte, dass ich bei 60.000, 70.000 liege und dafür mein Unterfahrgestell der hochmodernsten Bauart unterbauen lasse, ja, warum gebe ich denn das Geld aus? Dann kann ich auch ein Chalet gehen. Dann kann ich mir einfach ein Chalet kaufen und stell's mal in dem Sinn auf die Straße oder stell mal es dahin oder hierhin. Ja, es ging um die Baugenehmigung, also weil die gesagt haben, okay, das ist auf Rädern zugelassen. Und wer die Baugenehmigung genau richtig liest, der heißt auch im Prinzip, dass er alle 6 Wochen den Platz wechseln muss. Stimmt. Ja, das ist nämlich nicht so einfach, gell? Ja. Haben Schweizer auch schon geschrieben, also so einfach wäre es nicht. Nee. Du kannst den Wohnwagen zwar abstellen, du musst aber alle 6 bis 8 Wochen ihn 2 Meter vorrangieren. Okay. So. Was ist dann in dem Sinne der Faktor? Wenn ich das ja mit Baugenehmigung, klar, bin ich variabel, weil ich ein zugelassenes Fahrzeug habe. Aber im weitesten Sinne, ja. Es gibt viel zu beachten. 17. Dezember 21. Wie war euer Jahr? War das gut? Wir haben es ja gesehen auf der Messe, da warst du eh schon unter Strom. Da war ich schon unter Strom. Wir wollten Freitag noch drehen und Samstag auch noch, weißt du? So sieht's aus. Da hast du aber keine Zeit gehabt. Ja, war so ja. Cool. Ja. War es mal gutes Jahr? Jo. Okay. So, vielen Dank. Wir sind in Ida Oberstein. Du merkst schon, er schweigt, der Genießer. So, die Geschäftspolitik in YouTube, sagt der Chef, der Ex-Chef, der da ist. Ja, du bist die neue Chefin jetzt hier. Wenn ich jetzt Interesse habe an so einem Wagen, du sagst also Doppelachser rund ein Jahr Lieferzeit, das ist realistisch, oder? Das ist ein realistischer Wert. Mit einem Jahr muss man kalkulieren. So ist es. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. AMC Schmidt. Einfach mal googeln. Ich habe auch den Link nochmal in die Bezeichnung reingemacht. Ihr seid wirklich ein cooler Laden, aber ab und zu muss man auch mal, ich sag mal, dem Kunden klar sagen, das geht und das geht nicht, oder? Ja, manche Vorstellungen werden halt zerschlagen oder aufgewertet, sage ich jetzt einfach mal, wie der Herr Schmidt eben schon gesagt hat, dass man den Kunden halt in dem ganzen Portfolio dementsprechend durchleiten kann und zu Abwägungen schafft. Tschüss, Sabrina. Ciao, Sven. Tschüss, Uwe. Tschüss, Sven. Gute Reise.